Hallo liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Vielleicht kennt ihr das, ihr guckt gerade einen Actionfilm, der ist super, super geil und dann kommt eure Freundin rein und sagt, ey, mach das nicht so laut. Das ist natürlich scheiße, in dem Moment aber nicht zu ändern. Ihr könntet mit einem Kopfhörer weitergucken oder an einem anderen Tag, wenn sie nicht da ist und dann viel lauter. Beide Situationen können wir verbessern und zwar, indem wir entweder einen Bluetooth-Kopfhörer anschließen oder eine Bluetooth-Soundbar. Und wie das über Bluetooth mit dem Fire TV-Stick funktioniert, das klären wir in diesem Video. Was eine geile Einleitung. Man kann normalerweise an einen Fernseher einen Kopfhörer anschließen, sofern er denn einen Klinkensteckeranschluss hat. Dann hat man aber immer noch das Problem, dass das Kabel meistens nicht lang genug ist, um gemütlich auf der Couch zu sitzen. Oder der Fernseher hat gar keinen Klinkensteckeranschluss. Dann habt ihr auch ein Problem. Man kann aber diesen Kopfhörer ganz einfach mit dem Fire TV Stick verbinden und dann ohne Probleme den Sound darüber hören. Wie das geht, das gucken wir uns mal eben an. Vom Prinzip her ist das sowas von einfach, dass es eigentlich schon unverschämt ist. Geht in die Einstellungen. Unter dem Punkt Fernbedienung und Bluetooth-Geräte. Und dann habt ihr hier die Auswahl zwischen der Amazon Fire TV Fernbedienung. Da könnt ihr entweder eine andere koppeln. Ihr könnt einen Game Controller hinzufügen, aber ihr könnt auch andere Bluetooth-Geräte hinzufügen. Und andere Bluetooth-Geräte, das sind Kopfhörer und Lautsprecher. Klicken wir einmal drauf, sagen Bluetooth-Geräte hinzufügen. Und nun sucht ihr nach Bluetooth-Geräten. Jetzt schnappt ihr euch euer Bluetooth-fähiges Gerät, also euren Kopfhörer, der Bluetooth hat. Wenn ihr keinen habt, dann findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung einen passenden Link dazu. Und drückt auf dem Kopfhörer koppeln. Und zack, hat der Fire TV Stick den Kopfhörer gefunden. Ich sage, bestätige es einmal mit der runden Taste in der Mitte und das Gerät wird gekoppelt. Und nun seht ihr unten rechts in der Ecke, der Fire TV Stick sendet jetzt das Audio auf den Real Blue NC Kopfhörer, den ich hier gerade hatte. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit diesen Kopfhörern, das funktioniert auch mit so etwas hier, einem Bluetooth-Lautsprecher. Da kriegt ihr ein bisschen mehr Knall aus eurem Fernseher. Und ihr könnt natürlich auch jede Soundbar mit dem Fire TV Stick koppeln, die Bluetooth unterstützt. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass mein Fernseher einen digitalen Koax-Ausgang hat und die Soundbar hat einen digitalen optischen Eingang. Das heißt, ich müsste erst einen Konverter von koaxial digital auf optisch digital dazwischen schalten, damit das Ganze funktioniert. Ich kann so auch den anderen Weg über Bluetooth gehen und hätte damit meinen Klang auch auf der Soundbar. Gut, oder? Und das Ganze ohne Kabel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr jemanden kennt, dem das Video hilfreich sein könnte, dann teilt es mit ihm. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, das war's dann aber auch mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video. Haut da rein, bis dahin, ciao!